Das wiederhole ich einfach die Frage. Ja, du hast die Interoperabilität angesprochen, ja, die in solchen Applikationen unterstützt werden sollte. Kennst du irgendwelche Plattformen, die jetzt eine Interoperabilität zwischen MQTT, SN, Public Subscriber System, da gibt es auch andere. Kennst du irgendwelche Plattformen, die du empfehlen könntest, die so etwas anbieten, so etwas quasi wie ein Scripting-Proxy, der würde das übersetzen? Also für MQTT gibt es mehrere Adapter, verschiedene. Ich bin halt, ich stelle das in Frage, ob MQTT für alle Anwendungen das gut ist, weil es wieder ein zentraler Server ist. Das ist gut, wenn wir Cloud Computing machen, das ist dann nicht gut, wenn ich zum Beispiel bei Hausautomatisierung ist tendenziell jeder Netzwerk, also jeder Lichtschalter ein Netzwerkknoten und jede Lampe auch ein Netzwerkknoten. Und dann möchte ich nicht über MQTT oder irgendeinen Mechanismus Publish Subscribe machen, sondern ich möchte, dass der Lichtschalter direkt mit der Lampe spricht. Ja? Und dass das nicht über irgendeinen zentralen Home Automation Server oder sowas laufen muss. Das heißt, man muss sich genau die Design-Pattern anschauen, die da eine Rolle spielen. Und ja, möglicherweise möchte ich dann die Anzahl der Ausschaltungen vom Licht irgendwo zählen oder so. Und dann müssen das die einzelnen Knoten halt mitzählen und ich muss es zentral abfragen. Und da macht dann vielleicht MQTT wieder Sinn. Aber es gibt auf der unteren Ebene Protokolle, wo ich eventuell gar keine Protokolladapter will. Ja. Für MQTT meines Wissens gibt es verschiedene Adapter für verschiedene Protokolle, wo ich zum Beispiel einen CoAP Knoten abfragen kann und in MQTT bringen kann. Für verschiedene Anwendungen macht es Sinn, nicht für jede. Ja, aber was mich interessiert, ich würde suchen einen so einen Katalog oder etwas, das wird auch von einem Design-Pattern auf von einem generischen Design-Pattern jetzt verschiedene Adapter dann auszuwählen, dass ich eine generische Funktion beschreibe und mich dann nicht darum kümmern muss, ja, welcher Adapter dann in Wirklichkeit tatsächlich verwendet wird, sondern wo ich... Da ist MQTT weiter als zum Beispiel CoAP. Wir haben dort die Frage nach der Semantik. Ja? Also ich möchte wissen, ein Temperaturmesser ist einfach zu beschreiben, der misst die Temperatur, aber was ist die Semantik von dieser Temperatur? Ist es eine Wassertemperatur von einem Heizkessel oder irgendwas? Und da möchte man gerne genauer beschreiben können, was die einzelnen Devices sind. Und es gibt Frameworks, um das zu tun, die sind aber wieder so heavyweight, dass sie für IoT auf der unteren Ebene nicht taugen. Denkst du da an Fireware stellt einiges in der Richtung zur Verfügung, aber man möchte eigentlich auf der unteren Ebene das irgendwie beschreiben können und auch eine Discovery unterstützen, dass ich also das einzelne Device fragen kann, was sprichst du, was hast du für Sensoren, was hast du für Aktuatoren und was haben die für eine Semantik. Und da sehe ich noch Forschungsbedarf. Ja? Also wenn dich das interessiert, das können wir gerne mal auch diskutieren. Ich glaube, da gab es ein paar Vorschläge, auch RFCs zum CoAP. CoAP ist ja ein RFC, aber die da weiterführenden Standards. Und da hat sich noch nichts durchgesetzt. Und sowas A, lightweight und B, doch so aussagekräftig, dass man eine Discovery machen kann und von dieser High-Level-Design das runterbrechen kann, da fehlt aus meiner Sicht eine Zwischenebene noch, die es noch nicht gibt. Aber wäre spannend, das mal zu diskutieren. Gut, weitere Fragen? Weil sonst haben wir noch ein bisschen Diskussion. Ich würde gerne die Gelegenheit, die Diskussion entsprechend zu erweitern. Wir haben gesagt, am Schluss der Diskussion der Vortrag. Ich habe nämlich ein, zwei Fragen, die ich eigentlich an alle Vortragenden gleichermaßen stellen möchte. Die erste, die haben von dir gehört, du verdienst damit Geld, Open Source, auch die Linux-Wochen werden immer businesslastiger. Wir haben von Ihnen gehört ein Argument, das ich sehr spannend gefunden habe, die Firmen können es sich nicht mehr leisten, auf die Majorität der Entwickler außerhalb der Firma zu entwickeln, zu verzichten. Ich möchte erinnern, wo ich das erste Mal dieses Argument gehört habe, war bei einem Vortrag über Spieleentwicklung. Also die hatten das erste Mal, so ungefähr 5-6 Jahre her, war diese Aussage dort, man kann Spiele nicht mehr geschlossen entwickeln, weil man die Entwickler von draußen einfach wirtschaftlich braucht. Man kann dieses System geschlossen nicht rasch genug mitentwickeln.
was sind, und wir haben eigentlich, ich habe auch eigentlich auch immer die Hoffnung, wir sind ja auch eine burgenländische Fachhochschule, wir versuchen vor allem zukünftige Zukunftsgestalter für diesen Raum auszubilden. Was sind die Rahmenbedingungen? Also wo braucht man, wie kann man die lokale Wirtschaft speziell damit fördern? Und in dem Zusammenhang, okay, das sind jetzt keine mehrere Fragen auf einmal, aber vielleicht kann man es trotzdem andeuten. Wir haben vor, als letztes unserer Studierendenarbeit eine Arbeit gehört, eine Erhebung über Industrie 4.0. Und die Dame hat gesagt, die Mitarbeiter sind auf 3.0, das sei ein großes Problem. Was brauchen Sie, was braucht ihr von der Ausbildung, was sollen wir unseren Leuten am besten beibringen, damit sie da einsteigen können? Super Frage. Okay, das waren viele Fragen. Das Beispiel, was Sie gebracht haben aus der Gaming-Industrie, das finde ich eigentlich genau passend. Weil, wenn man sich die Software anguckt, die da eingesetzt wird, die ist, würde ich mal sagen, zum Großteil deutlich komplexer als zum Beispiel Software im Industrieunternehmen. Dann haben wir auch die Chance, dass manche Forschung von der Entwicklung oder Produktentwicklungsabteilung, wieso kriegen die das denn eigentlich nicht hin, dass man dort. Wieso kriegen die das denn eigentlich nicht hin? Das ist, glaube ich, wirklich dieses Kulturthema. Also beim Gamification-Thema hat man ja diesen, man will im Team zusammenarbeiten. Man hält sich nach Regeln und man will gewinnen. Und ich glaube, diese Kultur, das wäre gut, wenn die, ja schon in der Hochschule, dieses, wir wollen gemeinsam im Team gewinnen und was erarbeiten. Also das ist aber, wie gesagt, nicht Brockhaus-Denken, sondern das ist vernetztes Denken. Und ich meine, ich habe das vor 20 Jahren, als wir die Diplomarbeit geschrieben haben, mein Kollege und ich, die Firma gegründet haben, wir haben die zusammengeschrieben. Wenn man sie wieder gekriegt, könnte man nicht bewerten. Ich sage, nee, müsste klar sein, wer welches Kapitel geschrieben hat. Ich sage, zusammen gemacht. Ja, das ging ja nicht. Ja, das ist kein Problem. 1,1 plus 1,2 Fälle, 1,3 plus 1,4 Fälle. Und so haben wir es dann bis 5,7 durchgemacht. Dann ging es, dann haben wir auch eine Note gekriegt. Das System hat sich bis heute nach meinem Empfinden nicht so viel geändert. Versuchen Sie mal heute so eine Arbeit gemeinsam abzugeben, wo nicht klar ist, wer was geschrieben hat. Kriegen Sie immer noch keine Note für. Wird gesagt, wer hat welchen Beitrag geleistet, weil man will ja auch keinen durchschleifen, ist ja auch klar. Ich meine, also, wir haben ja sogar in der Bildungsdiskussion heute, dass wir alles über einen Kamm scheren. Ja? Wir haben jetzt die Reproduzierbarkeit neu in Österreich, dass alle die gleiche Matura machen. Das ist das Neue, ja. Und dass wir ein bisschen schauen, was sind die individuellen Begabungen und in welche Richtung möchten die Leute eher, was wir eigentlich in der Industrie brauchen, ja, das wird nicht gemacht. Ja, und dieses Vernetzt und dieses Zusammenarbeiten, um mal wirklich zu überlegen, das ist doch toll, also Projektarbeiten, die sind doch toll, wenn man gemeinsam, wenn man sogar interdisziplinär was entwickeln kann, wenn man sieht, wie man sich gegenseitig die kreativen Dinge, die kommen ja in der Gegenseitigkeit, die kommen ja nicht nur aus der einen Sicht heraus. Das glaube ich. Also da finde ich die Gaming-Industrie deutlich weiter. Wir haben offensichtlich diese Mechanismen deutlich besser verstanden. Da kann man sich viel abgucken. Und das ist das, wo ich mir wünschen würde, dass man da auch offener wird an der Stelle. Genau in diesem Netzwerkdenken zu handeln mit. Damit hätten wir das nächste Stichwort Industry Games, wären das dann, sozusagen. Industry Games wäre sozusagen das nächste Schlag. Aber so ein bisschen, wenn man eben teilweise auch von Unternehmensseite diskutiert, es ist natürlich auch schlecht, wenn Sie im Moment eine Gegenbewegung haben, dass A, meine, das habe ich ja eben jetzt bei Herrn Schmiedl mitgehört, wie einfach das hier mit den Arbeitnehmern ist, das ist aber sicherlich nicht das Ziel, das in Österreich auszunutzen, mit wie der Kündigungsschutz ist, aber wenn man einfach das Ziel hat, flexibler zu sein, sich so einzusetzen und zu den Zeiten zu arbeiten zu wollen, weil man will, das ist ja auch eine Eigenverantwortung, die mit aufgesetzt wird. Und ich glaube, wo sich der Arbeitsmarkt hin entwickelt. Ich kann Ihnen sagen, also unsere, was ich von Hörenden sagen, mitbekommen habe, ist, das sind unsere Vertreter der alten Arbeitsform auch in den politischen Lägern gar nicht so glücklich über die Clickworker und so weiter. Weil das kann man ja Arbeitszeiten nicht mehr kontrollieren. Da kann man auch Leute ausnutzen, das ist auch ein Risiko, das muss man auch aktiv mitsehen. Aber wenn man so diesen Drang zum Gewinnen, wieder zum Ersten, so Spaß an Innovation, Lust an Arbeit,
Und das sind dann vielleicht die Industry Games. Also wir wollen das beste und das innovativste Produkt haben. Das geht natürlich konträr zu solchen Arbeitsregeln, das geht auch konträr zu quartalsweise finanzgeführten Unternehmen, was wir ja auch leider vorfinden mit, was wir auch als Riesenproblem finden in solchen Unternehmen, kulturmäßig, es fängt immer am Kopf an, das in die Organisationen reinzuprägen mit. Aber vielleicht ist das genau das, was wir erklären müssen. Also es ist, Work-Life-Balance heißt einfach nicht, dass man das einem einfach alles zufliegt, sondern Work-Life-Balance heißt, dass man Spaß hat an dem, was man tut und dass man sich über die Ergebnisse auch freut. Und das wäre vielleicht schön, wenn wir das verbreiten. Das heißt, Begeisterung vermitteln ist das? Ja. Gucken Sie sich mal an, wie viel von den Startups, deswegen habe ich eben so provokant die Fuck-Up-Lines nochmal mitgenannt. Muss nicht alles klappen. Wie gesagt, wir haben auch eine geregelte Insolvenz immer hinter uns gebracht. Also, da können Sie sich vorstellen, da haben wir schon enorm Angst vor. Die großen Unternehmensberater. Und dann machen sie so eine Firma und die fahren sie erstmal vor der Wand mit. Ja, aber ich könnte sagen, so wäre das gar nicht getan. Ganz im Winter, wir haben viel gelernt. Wir haben andere Dinge danach anders gemacht. Und ich glaube auch besser gemacht. Und diese Art und Weise, so praktische Projektarbeit, fachliche Arbeit, ja, ich würde mir wünschen, wenn das so von in den Bildungssystemen auch ankommt, sodass man das dann wirklich durchsetzen kann. Das ist es eh schon in weitem Ausmaß, aber kann man sich immer bessern. Aber ich nehme das Stichwort Begeisterung vermitteln mit. Das ist etwas, um das ich mich auch immer sehr bemühe. Das ist jedes. Das ist das Allerwichtigste. Also wir haben auch versucht, natürlich auch Silicon Valley für Leute, die dort waren. Oder was man nicht vergessen darf, was hier nicht so bekannt ist. Es gibt viele Startups auch in Wien. Die sitzen zwar in Wien. Es ist ihr Startup, aber sie haben es in Amerika. Das heißt, du hast eine gute Idee, du gehst zu Pioneers Festival oder irgendwo hin oder findest einen Investor, er zum Beispiel, das ist eine Silicon Valley, sprich dich an und sagst du, wir finanzieren dich. Bist happy mit deiner Idee, sagt er ja, das ist Silicon Valley. Das heißt, du gehst dann rüber, gründest von dort den Firmensitz und gehst wieder zurück und arbeitest hier in Wien. Und das ist ein Gang und Gäbe eigentlich. Also, und wenn man dann drüben ist, bekommt man auch ein bisschen die Mentalität mit. Die haben eine ganz andere Mentalität wie wir. Die sind sehr viel enthusiastischer, ja, und wollen die Welt erobern mit ihrer Idee. Und sind auch der Überzeugung, ihre Start-up-Idee begeistert die ganze Welt. Und wenn er nämlich jetzt in Österreich sitzt und eine gute Idee hat, die die Welt begeistert, dann wird er zu ihm gehen, aus Silicon Valley ist nämlich er, wird zu ihm gehen und versuchen, nach Amerika zu holen, dort die Firma mit ihm zu gründen, ihn mit Millionen auszustatten und wieder nach Wien zu setzen und dann ins Burgenland, wurscht, wo er ist. Ja. Das ist die Strategie von den Amerikanern, diese Ideen und dieses Wissen aufzuziehen, sage ich jetzt einmal, nach Amerika zu transferieren und die Kontrolle zu haben und wieder zurückzuführen, um hier, damit er hier eben mit den Fachkräften, in den Arbeitsplätzen, das Ding groß machen kann. Ja. Das ist momentan, und das wird nicht in Österreich betrieben, das machen die auf der ganzen Welt. Und da gibt es eine eigene, manchmal finanziert das Apple, diese Runden um den Globus, und manchmal Google. Ja. Und das sind dann eben diese Pioneers-Festivals, die gibt es auf der ganzen Welt. Und da wird eben versucht, zu solchen Leuten zu gelangen und sie über Amerika zu finanzieren. Darf ich nur kurz was einwenden? Also man soll hier, obwohl das wirklich ist, kein Antirolikatismus verfallen, wie gerade wir im europäischen Technologiesektor, war vor Jahren groß die Firma Nokia, was auf einer langen Sicht ist, noch gut gegangen ist. Und ich kann mich erinnern, als Mitorganisator der Linux-Tage haben die gute Erfahrung, Linux-Gerät, das sie damals hatten, ausgeborgt erhalten. Als sind sie verschwunden, oder jetzt ist im Winter, Zentrum warten sind, die stehen vom Landesrevier und die andere Kammer und andere Start-ups. Ja. Also Nokia war um nichts besser, und gar nichts besser, vielleicht um viel schlechter als amerikanische Firmen. Das muss man ehrlicherweise hier sagen an anderen Stellen. Ich glaube, was man nicht sollte, ist zu sagen, Anti-Amerikanismus, sondern einfach zu schauen, was können wir besser machen, um solchen Leuten zu ermöglichen, ihre Idee hier umzusetzen. Und da fehlt es aus meiner Sicht einfach an sehr vielen Enden. Ja. Also, man darf ihnen dann auch keinen Vorwurf machen, wenn er das macht. Ja?
sondern ja, ein Start-up-Unternehmen wird den Finanzier nehmen, den er als besten ansieht. Und momentan ist es halt so, wenn du eine Firma gründest, ein Start-up in Wien, dann wird sie mit 1 Euro bewerten. Ja? Wenn du mit zur Finanzberatung gehst in den Niederlanden, dann kriegst du schon 10 Euro. Wenn du nach England gehst, kriegst du schon 100 Euro. Und in Silicon vom Welle kriegst du 1000 Euro. Ja. Also bei uns ist ein ganz starker Nachholbedarf, Ideen zu erkennen, zu fördern, zu finanzieren. Und immer mit dem Hintergedanken, er wird Weltmarktführer. Ja, so denken die nämlich. Die sagen, das ist eine coole Idee, die er hat. Und wir sehen das Potenzial, das wird die Welt erobern. Und so denken die. Ja. Es gibt natürlich viele Start-up-Firmen, die auch in Österreich sehr gut finanziert werden, durch österreichische Finanziers. Da kennen wir auch einige, zum Beispiel Hansi Lang. Und da gibt es auch verschiedene andere, wo das gut funktioniert und die Amerikaner schon aber meistens natürlich auf Ideen, die die Welt begeistern wird. Ja. Und ich meine das negativ, weil das verursacht ja auch Wertschöpfung in Österreich wieder. Ja. Das sind unsere Erfahrungen mit Firmen, die wir sehen und Investoren und Startups, die wir reden, wo wir dann draufkommen, aha, das sitzt zwar hier, aber eigentlich ist es nur mehr. Also ich finde diese Kombination nicht gut, wenn Sie da sagen, dass man sagt man, ist hier und in Amerika. Da sagen wir bei uns in der Region auch, man muss bei uns, und, also in Deutschland muss man bei uns und in Berlin sein. Weil man in Berlin nicht mitmischt, da muss man auch irgendwie mit bei. Aber ich habe so ein bisschen ein Problem, immer auch damit zu sagen, was die Amerikaner alles so toll machen. Die Anzahl der Hidden Champions, und da habe ich mich jetzt letztens noch mit jemandem hier aus dem Ministerium gestritten, ob der jetzt Deutschland der Hidden Champions vorne liegt oder Österreich. Also je nachdem, das ist wie Herr Schmid und sagt, je nachdem, wem man die Erhebung machen liegt, liegt mal Deutschland vorne oder mal Österreich vorne. Also die Anzahl der Hidden Champions, die haben wir hier in der Region. Für Deutschland kann ich sagen, wir sind Exportweltmeister. Und als ich in China Vorträge gehalten habe, habe ich gesagt, der Unterschied zwischen Deutschland und China, die sind ja dann Zweiter, ist bei den Exportweltmeistern, dass wir nur 84 Millionen sind. Zu den 1,2 Milliarden. Also wir sind aber auch oft so hin und stellen uns so nach hinten und sagen, wie toll die anderen sind. Also das wäre so nach meinem Empfinden, wenn wir immer auch an der Stelle von Silicon Valley sprechen, wenn Autofahren nur Hamilton, Vettel und Rosberg sind. Und ich meine, Autofahren sind auch ein bisschen mehr als Hamilton, Vettel und Rosberg. Wir reden immer nur über die Top-Formel-1-Fahrer. Wir reden über Facebook, wir reden über Google und wir reden jetzt über Uber und AMD. Das sind natürlich tolle Dinge und wir haben diese Plattformeffekte, die da kommen. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber wir haben Weltmarktführer hier, die wirklich ganz hervorragend sind. Und wenn wir, und die im Moment, und das finde ich eigentlich gut, durch diese Industrie 4.0-Initiative begriffen haben, dass wir Start-up-Kultur machen müssen, dass wir vernetzen müssen, dass wir schneller werden müssen, dass wir kleinen Gruppen andere Kulturen mit aufgeben müssen und dass ich nicht so einen Riesenapparat rumschmeiße. Nur, wir haben halt die Szenarien aus diesem Forschungsprojekt. Ich will mal nur die für Deutschland und für USA, die drei Szenarien, die wirklich konsistent in diesem Forschungsprojekt hat über 2 Jahre gedauert, mit dem deutschen Bundesforschungsministerium gelaufen ist. Da ist das Gut-Szenario für Deutschland, dass die Balance zwischen Mensch, Technik und Staat als Basis für den Erfolg geschaffen wird. Die Balance zwischen Mensch, Technik und Staat. Das ist natürlich ein wunderschönes Bild, wenn wir das hinkriegen. Digitalisierung überall, aber auch Mensch und Gesellschaft überall. Das zweite Szenario, das ist nicht so wahrscheinlich, dieses erste Szenario, muss man auch sagen. Das zweite Szenario ist die konsequente Digitalisierung technikzentrierter Arbeitswelt. Das heißt, die Arbeitswelt spiegelt eigentlich, läuft der Technik hinterher an der Stelle, die wir mit haben. Oh ja, das ist ja top. Das geht, wenn er jetzt mitkommt. Also ich mache mal weiter. Also die technikzentrierte Arbeitswelt. Das ist schon nicht mehr so, dass die Menschen das vorgeben, sondern dass die Technik, die Digitalisierung alles vorgibt. Das dritte ist, die Digitalisierung bleibt in ihren Barrieren stecken. Und das ist natürlich ein Szenario, was wir gefühlt irgendwie. Also ich bin jetzt hier in diesen Bereichen mit, oder können wir das mal ziehen mit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den Barrieren stecken bleiben, da glaube ich, wird es noch schärfer, oder?
Das glaube ich einfach aktuell aufgrund dieser ganzen Initiativen nicht, dass das in ihren Barrieren stecken bleibt, weil dafür haben wir viel zu viele Investitionen, die getan werden. Und das vierte Szenario ist das Schlimmste. Und das ist das, wo wir, also da steht er da unten, kannst du ja nicht so lesen, soll ich kannst du das hier von hier? Wahnsinnig scharf. Naja, ich habe es Ihnen ja vorgelesen, ist ja jetzt auch nicht so. Das vierte ist, die Digitalisierung bleibt global, aber für uns hier fremdbestimmt. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir jetzt nicht aktiv mitspielen, das ins Bewusstsein kriegen und uns nicht vernetzen, global kann sie ja mit sein, aber das muss ja so global sein, dass wir die Marktplayer mitspielen und dass wir nicht fremdbestimmt werden. Das muss uns mal vor Augen sein. Deswegen, das ist ein Szenario, das können wir gar nicht haben wollen. Bei den Amerikanern ist es, wenn man dort in die produzierende Industrie geht, und jetzt haben wir ja eben gesehen, wo Deutschland und Österreich auch in produzierenden Ländern, wir sind da wirklich führend und vorne mit. Und man kann also wirklich ganz viele amerikanische Produktionsstätten mitsehen, die sind einfach nicht führend. Stattdessen heißt das Szenario tatsächlich bei denen, die Reindustrialisierung macht die USA zum Leitmarkt und zum Leitanbieter für Industrie 4.0. Aber wir reden von Reindustrialisierung. Wir brauchen ja nicht von Reindustrialisierung sprechen, weil wir sie ja haben. Also das ist ein ganz großes Asset, was wir im Vergleich zu Amerika haben. Das zweite Szenario heißt Ausbau der Vormachtstellung im Bereich Smart Service. Ja gut, das liegt nahe, dass die im Bereich Smart Service in Services einfach aufgrund ihrer Kultur und ihrer Geschäftsmodelle, die sie da im Ebel womöglich vorliegen. Das haben wir aber alle erkannt. Also jeder, ich kann sagen, jeder Vorstand mittlerweile auch bei den Automobilern, auch wenn ich da eben so ein bisschen über den E-Golf abgelästert habe, hat aber erkannt, dass in dem Bereich Service was zu passieren hat. Und das dritte Szenario, auch für die USA das schlechte Szenario, heißt ganz konsequent, die USA sind auf breiter Front zurückgefallen. Auch das kann passieren. Weil wenn Europa, wenn wir, und das ist jetzt, Europa hat auch zwei Szenarien, also wir haben bei Europa, sieht man nur an den Farben, wir haben einmal unten für den spanischen Raum hier die Szenarien mitentwickelt, das sind durchaus andere Szenarien, als die wir hier oben bei Deutschland, Österreich, Schweiz mit haben. Das gleiche ist, wenn Sie den amerikanischen Raum in Brasilien mit dazu nehmen, das Szenario 1 ist am Laufen, das heißt nämlich Korruption, Intransparenz und Ineffizienz verhindern die Weiterentwicklung des Landes, also die sind definitiv auf diesem Szenario, aber wenn Sie sich China ansetzen, dann ist natürlich das eine Szenario der zielstrebige autoritäre Staat. Also China ist natürlich in der Lage, und sie haben natürlich schon Wettbewerbsvorteile, wo die einfach machen. Und ich war auf Konferenzen, nicht nur in Shanghai und Peking, auch in Wuhan, da denkt man, so im Hinterland wird es ja vielleicht anders sein. Das sind Regionen, wo 400 Millionen Menschen leben. Das sind Regionen, die uns erklären, wie man Big Cities mit 15 Millionen Menschen und mehr mal eben mit Infrastruktur versorgt. Da haben wir also null Ahnung von an den beiden Themen mit. Aber es kann auch in China sein, dass festgefahrene Strukturen verhindern den Durchbruch, weil man vielleicht dann doch nicht nur durch Macht von Einzelnen mitschafft. Wenn man sich diese Szenarien, das ist ein Projekt, das wird leider jetzt erst in den nächsten Monaten mit veröffentlicht, da haben wir mit diesen Szenarien mitgearbeitet. Und an der Stelle sagen wir eigentlich überall, und da müssen wir mit arbeiten und müssen eigentlich alle auch mit sagen, diese Begeisterung, wir haben eigentlich eine Top-Ausgangssituation. Wir haben eine Top-Ausgangssituation technologisch, wir haben eine Top-Ausgangssituation von unseren Wirtschaftssystemen, die wir haben, weil wir nämlich eine soziale Marktwirtschaft auf Ordoliberalismusbasis haben. Das sollte man auch in Österreich, auch an den nächsten Wochen, immer im Hintergrund behalten. Diese stabile rechtliche Situation, die ja durchaus in Europa diskutiert wird aktuell. Aber diese Situation, die wir mit haben, und da bin ich überzeugt, ich meine, Sie, wenn Sie im Silicon Valley waren und berichten, also ich denke ja schon, wenn Sie hier mit durch die Lande fahren, dann wird schon dafür gesorgt, dass Infrastruktur eben nicht nur punktuell top ist, sondern dass wir hier wirklich eine ganz andere, breitere Infrastruktur haben in Europa. Und da sollten wir drauf aufbauen. Das kann ich nur für plädieren. Was Sie vorher gesagt haben, würde ich auch als Kultursache in Europa sehen, ja? Dass nicht jeder auf Anhieb den Durchbruch hat. Ja? Das heißt, es passiert durchaus, dass man mal scheitert. Und in Amerika ist es so normal. Ja? Im Gegenteil, also ein Investor, wenn der schon eine gescheiterte Gründung hinter sich hat,
weiß der, der hat was gelernt dabei, ja, weil er kommt wieder und probiert es das nächste Mal. Ja. Und bei uns ist Scheitern ein Ausschlusskriterium. Sie haben sich quasi dafür entschuldigt, ja, irgendwo. Also weil vermutlich sie in Europa damit nicht immer positiv, also dass man eben mal eine Gründung gemacht hat, die nicht gut gegangen ist. Ja. Also ich glaube, dass da auch viel Mentalität bei uns sich ändern müsste, dass man halt Dinge tut, damit mal auf die Nase fällt und wieder aufsteht und es nochmal macht und vor allen Dingen, bevor man was tut, nicht erst ganz viele Leute um Erlaubnis fragt. Ja? Was ja so auch so ein österreichisches Phänomen irgendwo ist. Entschuldigen mussten wir uns bei denen wir das Geld auch verbrannt hatten, aus den Familienfenstern. Ja. Das waren schon schwierige Gespräche, aber da lernt man auch raus, wenn man die machen muss. Aber deswegen, nach meinem Empfinden, die Begeisterung, die Innovation und wenn ich das hier höre, mit dass hier auch Sieger in den Bereich Linux-Wochen hier mit, wenn Sie im Bereich, wo ja auch Deutschland und Österreich weit hier die Studiengänge mit haben, mit Cloud Computing und Infrastruktur und was sind die Engineering-Methoden, dann finde ich genau das innovativ und das sind eigentlich genau die richtigen Schritte, die da getan werden. Weil wenn ich bei uns Bewerber im Bereich IT-Beratung frage, was war denn wohl an Cloud die technische Herausforderung, die es denn da gegeben hat im Vergleich zum Outsourcing und mir einer nichts von Virtualisierung und Datenbanken und solchen Dingen erzählen kann, dann frage ich immer, was werden denn da für Basics vermittelt in dem Bereich? Und wenn ich dann noch teilweise Professoren höre, das ist hier auch sicherlich nicht der Fall, dass man gar nicht mehr programmieren braucht, halte ich das auch für eine Fehlentwicklung. Also genau wie Rechnen, Lesen und Schreiben, deswegen hast du es ja eben gesagt, sind die Auseinandersetzungen mit diesen Bausteinen und eben nicht das Rad neu erfinden, sondern ein System zu sein, wo eine hohe Geschwindigkeit mit ist, weil ich lerne, anderes zu respektieren, auch das ist ja ein Wert, anderes zu respektieren, das zu nutzen und weiterzuentwickeln, auch wieder was zurückzugeben, das sind halt Kulturfragen. Also das gesamte Open-Source-System ist ja eine Kulturfrage an dem System. Und da ist eben die Frage, ob ich das noch durchsetze und wir genau hier richtig aufgestellt sind. Bei uns ist es so, der Harald hat ein krankes Kind im Krankenhaus. Also ich habe mir gerade gedacht, ein besseres Schlusswort kann man nicht finden, aber gibt es noch Fragen? Ansonsten würde ich die weiteren Diskussionen zum Buffet verlegen, dass ich mittlerweile draußen sein müsste. Wofür ich mich bei der FDI ganz herzlich bedanke. Danke an alle Vortragenden und die Spezialisten sehen sich morgen zu den Spezialistenvorträgen.